Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu einem Blick in die Sterne für den Monat September. Kaum zu glauben, im September ist schon wieder Herbsttag und Nachtgleiche. Wenn die Sonne ins Zeichen Waage geht, beginnt offiziell der Herbst. Das heißt aber nicht, dass die Konstellationen und die Stimmung kühler werden. Venus, Mars und Lilith zeigen weiterhin stürmische Zeiten in der Liebe an. Und gleichzeitig können wir beruflich und bei unseren Vorhaben gut vorankommen. Das sagt uns Saturn, der im September direktläufig wird und Erfolge verspricht, wenn wir uns anstrengen. Es wird oft darum gehen, wie wir unser Arbeitspensum und unseren Wunsch nach Vergnügen und Liebe in Einklang bringen. Weil auch neue Flirts und heiße Affären von den Sternen stark gepusht werden, wird es nicht immer einfach, unseren Kurs zu halten. Falls ihr deswegen Beratungsbedarf habt, meldet euch gerne bei mir. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Auch diesen Monat gibt es wieder etwas zu gewinnen und weil die Sonne im September in die Waage geht, Zeichen der Schönheit und der Geschenke, möchte ich nochmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen, damit ihr euch damit schmücken könnt. Und das sieht dann so aus wie das, was ich hier trage, das ist das mit dem Steinbock und ihr würdet dann natürlich das bekommen, wo euer Zeichen drauf ist. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran! Die Lilith-Beratung vom August hat Angelika Franke gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Angelika. Unten ist meine E-Mail eingeblendet, also die Adresse, und bitte melde dich dort, damit wir einen Beratungstermin vereinbaren können. Bevor wir uns die Konstellationen im September genauer anschauen, hier nochmal der Hinweis, dass ihr die langfristigen Tendenzen für 2018 auch jederzeit nochmal im Jahreshoroskop als Video anschauen oder im Buch nachschlagen könnt. Und da findet ihr auch Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte auf die Sonne empfangen. Das Buch und das E-Book sind jetzt übrigens zum halben Preis erhältlich. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns den Monat genauer an. Am 1. September steht die Sonne im Zeichen Jungfrau und gleichzeitig haben wir einen schönen Aspekt zwischen Merkur im Löwen und der Venus in der Waage und das bedeutet liebevolle Gespräche. Das hatte ich ja schon im August angekündigt, dass Anfang September gute Tage sind, um konstruktive Gespräche zu führen und eventuelle Beziehungsunstimmigkeiten zu klären. Der Mars steht Ende Steinbock und ist wieder direktläufig geworden, aber er bewegt sich immer noch sehr langsam. Erst im Laufe des Septembers werden wir merken, wie das Tempo und der Schwung wieder anziehen. Die Lilith steht nun im Wassermann und drängt viele von uns, mehr Freiraum für die persönliche Kreativität zu finden. Möglich auch, dass wir in unseren Beziehungen sehr eigenwillig und ein bisschen chaotisch werden. Für wen das besonders gilt und wie sich die Lilith im Wassermann für die einzelnen Sternzeichen auswirkt, das erfahrt ihr in meinem großen Video-Special Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Noch bis zum Monatsende wirkt weiterhin die Spannung zwischen Saturn und Chiron. Das heißt, wir müssen uns um kranke oder gebrechliche Menschen kümmern und lernen dadurch etwas über uns selbst. Ich bin darauf im August-Horoskop ganz ausführlich eingegangen. Und wir haben auch noch bis zum Monatsende den konstruktiven Manifestationsaspekt zwischen Saturn und Uranus. Die Beschreibung der übrigen langsam laufenden Planeten findet ihr, wie gesagt, im Jahreshoroskop. Eine gute Nachricht ist, dass die Spannung zwischen Mars und Uranus, mit der wir seit Mitte Mai zu tun haben, sich bis zum 19. September zum letzten Mal bilden wird. Das wird für viele eine große Erleichterung sein, dass diese explosive, ungeduldige und auch unfallträchtige Energie dann langsam nachlässt. Wer davon betroffen ist, da bin ich in dem Video vom August ganz ausführlich drauf eingegangen. Das könnt ihr euch gegebenenfalls bitte nochmal anschauen. Am 6. September geht der Merkur ins Zeichen Jungfrau. Und der Saturn wird dann im Steinbock direktläufig. Wir haben dann Aspekte, die unser berufliches Fortkommen sehr unterstützen und für viele gute Ideen sorgen. Gleichzeitig zeigen aber die Liebesplaneten Spannungen in unseren Beziehungen an und der Höhepunkt ist dann am Sonntag, den 9. September. Aber auch wenn es in der Liebe dann knirscht, ist dieser Neumond wunderbar, um eine neue berufliche Initiative zu starten und Träume wahr werden zu lassen. Tatsächlich können wir im September bei unseren Projekten gute Fortschritte erzielen, wenn wir uns nicht von Liebesverwirrungen und Liebesdesastern ablenken lassen. Singles haben besonders gute Chancen, aufregende neue Bekanntschaften zu machen, zum Beispiel mit jemandem, den sie im Job kennenlernen. Doch es besteht die Gefahr, dass diese Person ein Geheimnis hat
oder bereits anderweitig gebunden ist oder dass diese Affäre einfach geheim bleiben muss. Lilith und Mars deuten an, dass man sich womöglich in jemanden verliebt, mit dem man beruflich konkurriert. Gleichzeitig zeigen Verbindungen von Glücksplanet Jupiter und Machtplanet Pluto, dass wir jetzt mit einflussreichen Menschen zu tun haben und das fördert unser berufliches Fortkommen. Ist ja klar, dass ein Flirt oder eine heimliche Affäre in diesem Umfeld zu Komplikationen führen und einen von den eigentlichen Aufgaben ablenken kann. Und außerdem ist es durch Lilith sehr wahrscheinlich, dass Geheimnisse auffliegen. In unseren bestehenden Beziehungen kann das Problem sein, dass wir so viel zu tun haben, dass wir gemeinsame Termine und Vorhaben verschieben oder absagen müssen. Und wir laufen Gefahr, dadurch die Betroffenen vor den Kopf zu stoßen. Gerade am Wochenende vom 8. und 9. September wird wahrscheinlich so mancher eine romantische Verabredung absagen müssen, weil andere Verpflichtungen dazwischen kommen. Wie immer ist die Kommunikation alles. Sagt also rechtzeitig Bescheid, wenn ihr eine solche Situation heraufkommen seht. Und wenn euch jemand anders absagt, nehmt es nicht persönlich, denn die Person steht wahrscheinlich unter Erfolgsdruck. Der Neumond am 9. September hat für alle, die spirituell arbeiten oder als Helfer und Heiler tätig sind, eine besonders schöne Schwingung. Er steht in Opposition zu Spiritualitätsplanet Neptun und auf der Heilerachse. Und das heißt, die Empfänglichkeit für die innere Stimme und die Wahrnehmung von Botschaften aus der geistigen Welt ist erhöht. Mehr zum Neumond erfahrt ihr jeweils in euren Sternzeichenhoroskopen. Und am Tag des Neumonds passiert noch was Wichtiges. Die Venus wechselt das Zeichen, geht in den Skorpion und bildet in der Woche darauf einige kräftige Spannungen zu Mars, Lilith und Uranus. Und der Mars geht dann am 11. wieder in den Wassermann und verstärkt diese Spannungsenergie. Das bedeutet, Liebe, Leidenschaft, neue heiße Liebschaften und eine gute Portion Eifersucht kommen zu einem recht explosiven Gemisch zusammen. Deswegen sage ich ja immer wieder, in der gesamten zweiten Jahreshälfte 2018 werden auch die Vernünftigsten in der Liebe zur Unvernunft neigen und vielleicht Dinge tun, die sie nie für möglich gehalten hätten. Wenn es euch auch so geht, kann ich euch nur raten, deswegen nicht gleich euer ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Die Venus wird ja dann rückläufig und zwar vom 5. Oktober bis zum 16. November und das alles im Zeichen Skorpion und auch im Zeichen Waage. Und dadurch wird sie letztendlich noch bis Dezember im Zeichen Skorpion bleiben. Deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Tag, dieser 9. November, weil sie da eben in den Skorpion geht. Und aufgrund dieser Rückläufigkeit werden sicherlich viele Entscheidungen nochmal revidiert und Liebesangelegenheiten verlaufen anders als erwartet. Die Venus im Skorpion gibt uns aber noch einen ganz heißen Tipp. So mancher Streit lässt sich durch sinnliche Erotik und Sex entschärfen. Wir fühlen durchaus Lust und Verbundenheit und wir sollten uns vor allem zwischen dem 9. und dem 20. September ganz bewusst Zeit für die Liebe nehmen und lieber mit unserem Schatz schmusen, als zu schmollen und uns zu ärgern. Am 22. September wechselt der Merkur in die Waage und am 23. September morgens um 3.54 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Waage und dann ist Herbst Tag- und Nachtgleiche. Die Sonne in der Waage lenkt die Aufmerksamkeit von unserer Arbeit und unseren Arbeitsbeziehungen wieder mehr auf unsere persönlichen Beziehungen und Freunde und macht Lust, sich zu treffen und zu feiern. Auch der Merkur in der Waage ist eine schöne kommunikative Energie. Geben und Nehmen kommen dann wieder mehr in Balance. Wir können uns in andere hineinversetzen und zuhören. Und wer sich bei jemandem beliebt machen will, braucht sich nur ein bisschen Mühe zu geben, den Standpunkt des Gegenübers zu verstehen. Der Vollmond am 25. September findet statt in den Zeichen Widder und Waage. Und der ist dann nochmal so ein bisschen eine Herausforderung, weil er in Spannung zu Saturn steht, aber gleichzeitig auch in Harmonieaspekten zu Mars und Lilith. Das kann gefährlich werden für bestehende Beziehungen, in denen wir unzufrieden sind und einen Mangel verspüren. Vielleicht einen Mangel an Anerkennung oder Zuwendung oder Beachtung. Und dann halten wir zum Ausgleich nach einem Flirt Ausschau. Tatsächlich besteht die Gefahr, dass wir eine Affäre anfangen, weil wir glauben, dort etwas zu finden, was uns in unserer Beziehung fehlt. Das ist ein ganz verständlicher Mechanismus, aber es ist auch ziemlich riskant. Das zeigen die Konstellationen vom Oktober. Wir könnten eine Beziehung aufs Spiel setzen und das könnte uns hinterher leid tun. Deshalb sollten wir nicht gleich radikale Entscheidungen treffen, denn es kann gut sein, dass wir die Sache Anfang Dezember wieder in einem ganz anderen Licht sehen und erkennen,
dass andere auch nur mit Wasser kochen und dass es sich doch lohnt, an der bestehenden Beziehung zu arbeiten, anstatt sich halt in eine neue zu flüchten. Am 26. September geht Chiron nochmal zurück in die Fische und da wird er sich nochmal auf den letzten Graden aufhalten, ehe er im kommenden Frühjahr endgültig für die nächsten 7 Jahre in den Widder wechselt. Wie sich die Konstellationen auf die einzelnen Sternzeichen und Aszendenten auswirken, das erfahrt ihr in meinen ausführlichen Sternzeichen-Videos. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.